Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich bin hier mit der Cousin, einem Rapper und Comedian, dem ich wie immer ein paar Fragen stellen darf. Ich bin Verena, das ist der Voices and Visions Podcast. Let's go. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Kommen und Dasein. Danke für die Einladung und ich bin urimpressed schon, dass du das aussprechen konntest. Voices and Visions. Das ist echt ein bisschen Zungenbrecher, aber hast du gut gemacht. Dankeschön. Tatsächlich, die ersten Male bin ich immer ein bisschen drüber gestolpert. Es waren dann immer so 5-6 Takes. Mhm. Und ja, heute ging's. Ich habe da heute noch keinen Versprecher. Urgut. Bleiben wir dabei. Schauen wir mal. Jetzt ist alles komplett fertig. Okay, ja, sehr cool. Ich starte gleich mit der Eisbrecherfrage. Okay. Was war die letzte Sache, die du gegoogelt hast? Die letzte Sache, die ich gegoogelt habe, war tatsächlich eine Vorlage für Tic-Tac-Toe. Also das Spiel Tic-Tac-Toe, yeah. Weil eine Freundin von mir die Zug gefahren und sie meinte, dass sie halt extrem langweilig ist und das Internet zu langsam ist. Dann habe ich die Vorlage quasi mir gespeichert und ihr geschickt und dann haben wir quasi bearbeitet und eingetragen und dann haben wir Tic-Tac-Toe gespielt. Cool. 2 Minuten war es dann sehr aufregend für sie und danach war das Spiel halt wieder zu Ende. Ja. Aber 2 Minuten ist schon recht lang für Tic-Tac-Toe, oder? Ja, du musst es ja immer speichern, dann wieder zurückschicken. Das ist quasi analog in a way. Ja. Digitales Analoges war das. Das stimmt, so. Ja. Sehr praktisch. Ja, nicht über eine App, sondern einfach so. Okay. Hatte immer im Hintergrund, hatte sie dann was anderes beim Tic-Tac-Toe? Oder es war dasselbe Foto, was dann hin und her gegangen ist? Es war dasselbe Foto. Ah ja, okay. Mhm. Sehr cool. Super. Ja, magst du mir dann gleich einfach erzählen, wer du bist, wie du herkommst, was du machst? Mhm, gerne. Wie ich herkomme? Meistens zu Fuß oder mit den Öffis. Ja, also mein Künstlername ist der Cousin, weil ich fand, dass jeder irgendwie einen Cousin gebrauchen kann in seinem Leben. So. Ja. heißen tue ich Kian und bin Mitte 30 und habe während der Pandemie, so wie das bei vielen Leuten wahrscheinlich der Fall, weil mir gedacht, dass mir Fahrt ist und dass ich irgendwas machen sollte. Bananenbrot backen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe noch nie mein Leben gebacken. Darauf bin ich auch sehr stolz und die Menschen in meinem Umfeld sehr froh darüber, glaube ich. Nein, ich habe dann angefangen, eben Rap-Texte zu schreiben und habe die dann auch aufgenommen und so. Und daraus ist ein Album entstanden. Und cool. Mit dem war ich jetzt so quasi über 2 Jahre, also die letzten 2,5 Jahre, auf Bühnen unterwegs, was ich mir jetzt auch nicht gedacht hätte. Und immer, wenn ich auf diesen Bühnen war und ich runtergekommen bin und Applaus geerntet habe, mir gedacht habe, wow, cool, ich bin richtig Streeter Rapper und so und Schulterklopfe erhalten habe und mich richtig gefühlt habe, haben die Leute mir dann auch gesagt, wie toll das alles war und cool. So. Und dann haben sie gesagt, du bist so lustig, du solltest Comedy machen. And I was like, okay, dann mache ich halt das so. Und daraus ist das eigentlich entstanden, dass ich dann als nächsten Schritt im Sommer angefangen habe, beim ersten Open Mic zu sein und danach so noch ein paar Auftritte hatte und lustige Sachen auf Bühnen mach, bewusst lustig sein will. So. Okay, hatte vorher eher unbewusst. Genau, es war einfach so, es ist passiert, hoppla, ich bin lustig. Aber ich fand die Hürde dadurch auch immer ein bisschen schwieriger, denn wenn ich auf der Bühne bin und Musik mache, erwartet ja auch niemand, dass ich lustig bin. Mhm. Und sich auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, hallo, ich bin lustig, da ist eine gewisse Erwartungshaltung dahinter, weswegen ich davor ein bisschen mehr Ehrfurcht hatte, aber funktioniert auch. Stimmt, eigentlich ist es recht spannend, weil die Leute erwarten, dass es witzig wird und sie lachen. Da hast du schon einen viel höheren Balken eigentlich schon gesetzt. So ist das. Ja. Hast du es auch gemerkt, dass es schwieriger ist, die Leute zum Lachen zu bringen? Nein. Nein? Nein. Ich lache über alles. Nein. Also es ist tatsächlich so, dass ich das sehr gern mag, auf der Bühne zu stehen und das Publikum sehr mag. Und ich glaube, das spürt man auch. Und ich bin auf der Bühne ja eigentlich genauso, wie ich sonst so auch bin. Und bringe privat auch gerne Menschen zum Lachen. Und insofern habe ich sehr gute Übung gehabt. Also seitdem ich reden kann, versuche ich Menschen zum Lachen zu bringen. Ist ein gewisser Startvorteil, den ich habe. Na, sehr cool. Okay, wie geht's dir denn mit dem Rampenlicht? Ganz gut, je nachdem, hier ist das Licht zum Beispiel sehr grell eingestellt und ich fange sehr viel zu schwitzen an. Auf anderen Bühnen ist es ein bisschen anders, aber ich habe auch kein Lampenfieber oder so, was recht praktisch ist, sondern ich erwecke die Bühne dann meistens immer eher zum Leben. Also manchmal ist es so, dass ich irgendwie vielleicht ein bisschen, Auftritte sind manchmal ja auch abends und ich ein bisschen müde bin und so und mir denke, trinke auch keinen Kaffee, weil ich den nicht vertrage, kann nur Cola trinken und irgendwann kann man auch keine Cola mehr sehen. Ja. Und wenn ich dann auf der Bühne bin, bringt das Licht erstens dazu, dass ich munter werde und dann halt eben auch den Akt, den ich dort vollziehe, nämlich Spaß haben mit den Menschen. Und das macht munter und macht Spaß. Cool. Wie ist das mit dem Publikum zu arbeiten? Oder gibt es verschiedenste Arten von Publikum? Ja, tatsächlich schon. Es richtet sich oftmals auch so nach der Größe und nach dem Setting, wer denn da ist. Was ich aber sehr daran mag, ist, dass man so ein Instant-Feedback bekommt. Das ist jetzt nicht so, wie du schreibst eine Arbeit, du gibst sie ab und wartest monatelang, bis irgendwie dein Professor sich dann anschaut und dir irgendwie sagt, was das für eine Note ist. Sondern du bekommst Instant-Feedback darauf, wie du auf Menschen wirkst und ob die etwas lustig finden. Was auch im Kreativprozess dann tatsächlich auch hilfreich sein kann.
Weil gewissermaßen, du schreibst einen Text und du denkst dir natürlich Pointen aus und denkst dir, das ist eine Pointe, da werden die sowas von lachen, das werden sie so lustig finden. Und sie lachen dann nicht, sondern lachen bei einer anderen Stelle, wo du es nicht gedacht hast. Okay. Und das ist eigentlich so ein Feedback, cool, wo du kriegst, okay, was dir auch hilft beim Schreiben für weitere Texte. Mhm. Spannend. Ist es dann aber auch so, dass du dich vielleicht in dem Moment, dass du von diesem Publikum bei dem Event vielleicht was, einen bestimmten Humor erwartest und dann kommt das vielleicht nicht so und dann musst du in dem Moment dann überlegen, okay, vielleicht gehe ich einen anderen Weg, als ich ihn vorher geplant habe? Ich versuche das immer im Vorhinein eigentlich zu wissen, vor welchem Publikum ich spreche, um auch zu wissen, okay, was ist dort angebracht und was vielleicht eher nicht. Das letzte Mal hatte ich einen Auftritt, das war quasi bei FM4. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir hatten natürlich ein kleines Studio, wo so 12, 14 Leute Platz hatten. Das ist das direkte Publikum, aber ich habe ja zu Menschen geredet, die ich gar nicht gesehen habe. Nämlich im Radio, also die das hören, voll, und so, die konnte ich nicht sehen und sie haben mich aber gehört, ich konnte sie nicht hören. Aber das stelle ich mir urschwierig vor. Urschwierig, vor so Unbekannten zu reden, deswegen habe ich versucht, etwas zu wählen, was einfach ein breiteres Publikum erreichen kann und ich denke, dass das gut gelungen ist. Okay, sehr cool. War das live? Das war live. Boah. Das erste Mal live, Radio und lustig sein. Ja. Wow, und FM4 ist ja auch eigentlich sehr bekannt. Also ja, da kennen ein paar Leute. Ja, voll. Ja, also wenn ich Radio höre, dann FM4, aber ich weiß nicht, hörst du noch Radio? Tatsächlich nicht mehr, seit ich ausgezogen bin. Seit du ausgezogen bist? Warum? Also von meinen Eltern, Eltern früher habe ich oder im... Nein, tatsächlich, meine Eltern haben viel Radio gehört und dann in unserem alten Auto hatten wir, es war genau dieses Zwischenauto, wo du das nicht noch mit dem alten AUX-Kabel dein Handy anstecken kannst, sondern es hat zwar schon CD, aber noch nicht so modern, dass du deine eigene Musik hören kannst, deswegen muss ich immer Radio hören. Da habe ich noch sehr viel Radio gehört. Okay. Jetzt nicht mehr. Okay. Ja, ist fair enough. Ich höre auch nicht wirklich Radio, aber ja. Egal. Aber du hast dich im Radio gehört. Ich habe mich auch nicht gehört, weil es war ja live, aber danach habe ich mich, im Internet habe ich mich dann gehört, nicht im Radio, cool, aber ja. Also machst du das oft, dich selber dann anhören oder monitoren? Oder irgendwie? Ich glaube, ich bin die Person, die sich am öftesten selber anhört. Als das. Ja, tatsächlich, weil ich von diesen Auftritten, die werden auch meistens halt aufgenommen oder so, auch mit Videomaterial, mir das gern durchgehe, um zu schauen, okay, was so an der Performance vielleicht zu verbessern ist, wie ich da irgendwie wirke. Und ich analysiere das eigentlich recht genau. Also ich kann meine Auftritte sehr auswendig von jedem Schritt aus, weil ich mich einfach gerne dabei beobachte, wie ich Dinge tue, um zu sehen, ob das, was ich mache, awkward oder cringe ist oder eh so passt, wie es ist und daraus eben ja meine Schlüsse ziehe für weitere Auftritte. Cool, hast du da schon irgendwie auch Verbesserungen jetzt gemerkt, seit vom Anfang bis jetzt? Das klingt jetzt so, als hätte ich schon so viele Auftritte gehabt. Tatsächlich gibt es aber nur 2 Auftritte, die aufgenommen worden sind und insgesamt hatte ich, glaube ich, erst 4 oder 5. Aber da muss man, glaube ich, das Publikum fragen, das weiß ich nicht. Also am besten jetzt einfach zu jeder Show gehen, damit man einfach mitkriegt, wie die Entwicklung ist. Das würde ich jetzt vorschlagen. Machen wir, ja. Wird gemacht. Ich bin ja auch immer dabei, also fände ich nur fair, wenn ihr das auch seid. Ja, stimmt. Okay, aber zurück zu dem Start, so beim Rapping. Das heißt, du hast dann einfach irgendwann gesagt während Covid, jetzt schreibe ich einen Text. Circa so. Also man muss ein bisschen zurückgehen in die Vergangenheit. Jetzt geht's Geschichtsstunde mit dem Cousin. We're all also, here for it. Ja. Ich habe eigentlich angefangen zu rappen, seitdem ich 9 bin, weil ich angefangen habe, damals Hip-Hop zu hören. Also ich bin ja ein Kind der 90er und damals war das halt ein Ding, da hat man Hip-Hop gehört und ich auch. Und ich habe dann angefangen, ein bisschen so zu flexen, indem ich Eminem-Texte auswendig konnte. Und Eminem neigte dazu, auch sehr schnelle Texte zu schreiben. Und damit stand ich dann so quasi am Schulhof und war einer der cooleren Kinder, zumindest für 3 Minuten. und so hat es eigentlich angefangen, dass ich irgendwie so Interesse daran hatte, die Musik zu konsumieren und dann irgendwie auch nachzurappen. Selber Texte zu schreiben, habe ich einfach nicht gemacht, weil ich mir dachte, vielleicht kann ich das auch gar nicht. Und so hat es angefangen, das Interesse, dass es da ist. Dann kam ein Sidestep, da in der Uni war. Da gab es so, das war so ein Ding, da war das gerade am Großwerden, das ganze Poetry Slam und so weiter. Mittlerweile habe ich da ja eine recht differenzierte Meinung dazu. Mhm. Aber damals war ich broke und es gab diese Poetry Slam Wettbewerbe an der Uni und man konnte dann eben Preisgeld gewinnen. Da ging so quasi so ein Socken durch und jeder konnte so ein paar Euros reinwerfen. Cool. Und am Ende des Abends waren es dann 50 Euro, wenn man gewonnen hat und so. Da habe ich mitgemacht und habe dort eben auch Texte geschrieben und ich fand, das war so der erste Schritt hin zu Rap-Texte zu schreiben, weil es halt Poesie ist im Endeffekt, ohne Beats. Und, ja, cool. Genau. So hat das angefangen, dann hatte ich meine 50 Euro in der Tasche, habe die ausgetrunken an der Bar und genau, das war so das. Dann kam lange nichts außer des weiteren Konsums von Alkohol und Musik, bis dann eben die Pandemie zuschlug und mir ziemlich fad in der Birne war, wie so ziemlich vielen anderen und eben backen konnte ich nicht oder wollte ich nicht und dann saß ich so da und war so, okay, was mache ich jetzt mit meiner Zeit und habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach Musik cool und habe das dann einfach gemacht. Dann hatte ich auch noch riesen Glück,
dass ich jemanden kannte, nämlich Suki, die Rapperin aus Deutschland. Die hatte gerade ihr Abschiedskonzert. Das war kurz vor der Pandemie noch. Und die meinte so, ja, sie spielt jetzt ihr letztes Konzert quasi in Wien im ausverkauften WUK vor so 700 Leuten. Und ob ich Lust hätte, mit ihr auf der Bühne zu stehen. Und no way. Yes way. Und die wusste noch gar nicht, ob ich rappen kann oder so, sondern hat mir einfach so die Bühne geboten, weil die wusste, dass ich mich für Rap interessiere. Und wir waren so ein bisschen im Austausch, weil wir gemeinsam ein Buch geschrieben haben und so. Und ich war dann so, sure, warum denn eigentlich nicht das erste Mal auf einer Bühne stehen, die so richtig fett ist. Und habe dann eben zwei Songs performt mit der Person und hatte richtig Bock. Und im Publikum war dann eben ein Wiener Rapper, der heißt Kid Pax. Und der war so, hey, du kannst ja rappen. Ich so, schaut so aus. Und der so, lass mal machen was gemeinsam. Ich so, okay, passt. Cool. Und dann haben wir auch gemeinsam gleich einen Song geschrieben, der heißt Wien Euder. Eigentlich auch so ein bisschen, weil eben Wahlkampf zu der Zeit war und ziemlich viele rassistische Dinge da passiert sind und waren so, wir verteidigen jetzt unsere Stadt. Und zum anderen, weil Wien bisher die einzige, das einzige Bundesland ist ohne Landeshymne und wir dachten uns, wir schreiben da einfach eine. Und Wien-Order kann es ja nur heißen, wenn man in Wien ist. Stimmt, ja. Ach, anders so. Geht's nicht. Nein, ich meine, Burgenland-Order, wie klingt das? Geschissen. Geht nicht. Zu lang. Viel zu lang. Wiener, ja. Komm, ja. Geht gut von der Zunge. Voll. Besser als Voices and Visions. Voices and Visions. Voices and Visions, ja. Nee, wie Neuder, geht viel besser. Ja. Perfekt. Und von dort? Und von dort, dann habe ich eben diese Songs geschrieben und dann habe ich die aufgenommen und produzieren lassen. Und irgendwie sind dann Menschen auf mich aufmerksam geworden und haben mich gefragt, ob ich auf diesen oder jenen Bühnen auftreten möchte. Cool. Ich habe meistens, glaube ich, ja gesagt, wenn ich Zeit hatte. Und so hat das eigentlich seinen Lauf genommen. Mega cool. Voll. Sehr nice. Cool, du hast jetzt ganz kurz angesprochen, dass du hast ein Buch geschrieben. Ja, also ich habe ein Buch herausgebracht gemeinsam mit Suki, das heißt Awesome Hip-Hop Humans. Ja, ja, ja. Und da haben wir versucht, ein bisschen zu zeigen, was so im deutschsprachigen Raum für Hip-Hop existiert, abseits des Mainstreams, der auch queer-feministisch ist, weil wir es irgendwie leid waren, dass so große Booker immer sowas sagen für Festivals wie, ach, wir haben halt keine Frau gefunden und leider ist es wieder der 100. Cis-Dude, der problematisch ist und auf Bühnen steht, weil es sonst leider niemanden gibt. Mhm. Die haben hier 500 Seiten mit den unterschiedlichsten Artists aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengekriegt, damit man diesen Leuten dieses Buch einfach ins Gesicht fetzen kann und sagen kann, look at this shit, bitte schon. Und vor allem ist es ja noch gar nicht vollständig, also here. There you go, choose one, einfach nur eine. Ist auch nicht vollständig natürlich, weil das natürlich ein Genre ist, das wächst und wächst und wächst. Also falls jemand daran weiterschreiben möchte, urgern. Ist so nämlich cool. Urmühsam, sowas zu machen. Ja, kann Texte, ich mir vorstellen. Texte von anderen einholen ist nämlich viel schwieriger und mühsamer, als selber welche zu schreiben. Aber ich wollte denen halt auch keine Wörter in den Mund legen. Ja. Insofern war ich sehr froh, dass ich es dann doch selbst geschafft haben. Okay, sehr, sehr cool. Und du hast jetzt eben auch schon angesprochen, dass du Poetry Slam auch gemacht hast. Und also das war, okay, das heißt Poetry Slam, dann Rapping und jetzt zu Comedy. Mhm. Und da stellt sich jetzt für mich ein bisschen so die Frage, Poetry Slam und Comedy, wo siehst du die Grenze? Wo ist da ein Unterschied? Oder wie machst du es jetzt anders als vorher? Also, ich denke mal, es fängt damit an, dass die Gemeinsamkeiten sind ja wohl nicht von der Hand zu werfen. Das ist nämlich, man steht auf einer Bühne und redet etwas in ein Mikrofon. So. Die Intention ist vielleicht eine andere und die Art des Vortrages ist einfach ein anderer. Also, indem man, also, was ich zum Beispiel ein bisschen kritisiere an Poetry Slam, jetzt reden wir mal unter uns, wir sind ja hier unter uns. Ja, genau. Was ich ein bisschen kritisiere, ist tatsächlich, dass auf diesen Bühnen oftmals sehr privilegierte Menschen stehen, die ein bisschen theatralisch affektiert einem Dinge sagen wollen, auf eine Art und Weise, wie man eigentlich nicht spricht und lange Pausen einbauen, um eine gewisse Tiefe zu schaffen, während sie mir Dinge sagen und in diesem Ton mit mir sprechen und so. Also diese gewisse Rhythmik, die dann da ist, wenn man, die nervt mich einfach, so mal grundlegend. Die ist bei Comedy ja nicht da. Also ich finde, der Zugang ist ein viel elitärerer, als er das bei Comedy ist. Okay, ja. Weil ich finde, Comedy oder lustig sein, das kann man ja auch machen, ohne dass man irgendwie eine Ahnung von, was auch immer, Poesie, Lyrik haben muss oder so. Man ist ja auch so lustig zwischenmenschlich. Und ich finde, dass Poetry Slam eine gewisse elitären Zugang hat, der dem Humor eben den Humor nicht hat. Und das finde ich eigentlich viel schöner. Und ich finde, in einem Raum zu sitzen und sich selbst zu fühlen im Publikum, macht auch den Unterschied aus, indem ich wenn ich Poetry Slam konsumiere, mir denke, oh mein Gott, wie schlau ist diese Person, die sie auf der Bühne steht und wie sie Dinge sagen kann, wie ich das nie konnte, ist man halt bei Comedy so, dass man da sitzt und irgendwie Momente hat, das gemeinsam und gemeinsam lacht. Und ich finde,
ein Raum voller Menschen, die gemeinsam über etwas lachen, schafft eine gewisse Verbundenheit dem Publikum, also innerhalb des Publikums und so weiter. Also ich finde das einfach einen viel geselligeren und bodenständigeren Zugang. Ja, sehr niederschwellig eben auch. Voll. Ja, cool. Inwiefern würdest du dann Comedy als Art bezeichnen? Ach, ich weiß nicht. Ich finde generell der Begriff der Kunst oder Art, der ist so aufgeblasen, dass ich finde, ob das überhaupt die richtige Bezeichnung dafür ist. Mhm. Aber natürlich ist es eine Form der Kunst, jemanden, also eine Story zu erzählen und Pointen zu setzen und zu wissen, okay, vielleicht auch irgendwie spontan auf das Publikum einzugehen. Das ist jetzt nicht etwas, das unbedingt jeder kann oder auch weiß, wie das funktioniert. Insofern ist es natürlich nicht eine Form von Kunst und man zeigt ja auch etwas von sich und man gibt Dinge preis über sich und den Blick auf die Welt, die man hat und so weiter. Und sei es mit einem Pinsel oder mit eben Stift und Papier oder eben auf der Bühne mit Humor ist halt einfach ein Teil oder eine Ergänzung davon, wie man Gesellschaft sieht, wie man Dinge sieht, was man lustig findet, was man gut findet, was man schlecht findet und so weiter. Stimmt, dann auch irgendwie mit den Leuten dann sich zu verbinden auch. Genau. Cool. Voll, okay. Und bei dir in deinen Texten zieht sich da irgendwie ein Motiv durch oder irgendwie ein Thema? Tatsächlich nicht. Es ist sehr viel getragen von Beobachtungen, die ich halt so mache. Das die einzige Konstante ist, dass ich auf der Bühne stehe. Aber nicht mal das ist wirklich konstant, weil ich auch unterschiedliche Personas habe. Nein, ich sitze ungern sitzig, weil ich immer gern, ich gehe immer gern herum, weil das hilft nur beim Denken und sich Dinge merken tatsächlich. Also ich ziehe mich durch. Unterschiedliche Personas, die ich nachspiele, gibt es dann auch noch so. Aber was war nochmal die Frage? Was rede ich hier gerade? Ob sie ein Thema durchziehen. Ach so, ein Thema, ja. Ich bin das Thema, das sich durchzieht. Genau das habe ich gesagt. Und es ist viel über Beobachtung dessen, was sich so gesellschaftlich tut, was mir wichtig ist, womit ich groß geworden bin, gewisse Dinge, vielleicht auch einen kritischen Blick drauf zu werfen, ohne aber den erhobenen Zeigefinger zu haben, weil das finde ich immer extrem unangenehm, wenn draußen irgendjemand steht und oberlehrerhaft mir irgendwas erklären will, sondern das Paradoxe an gewissen gesellschaftlichen Strukturen zu zeigen und die humoristisch aufzuarbeiten. Das ist eigentlich so vielleicht etwas, was sich durchzieht, würde ich jetzt sagen. Okay, cool. Das heißt, bei dir ist es nämlich einfach so, du gehst durch die Welt, du gehst durchs Leben und dann siehst du etwas und dann denkst du, okay, dann schreibe ich jetzt einen Text über. Ja, so ungefähr, kann man das sagen. Darunter habe ich einen Kommentar. Ein Fluss, ich muss sofort darüber schreiben. Nein, also es sind schon Gedanken, die so aufpoppen, so wie man das ja selbst auch kennt. Du stehst unter der Dusche oder in der Badewanne, was auch immer, da hast du einen Gedanken und ich versuche den dann irgendwie auch festzuhalten, indem ich das dann in mein Handy aufschreibe oder so. Manchmal sind die Notizen ganz komisch und ich weiß gar nicht mehr, was ich damit gemeint hatte, weil es einfach nur so Fragmente sind und in dem Moment dachte ich mir, ach, das wirst du dir sicher merken. Meistens nicht. Aber wenn man so ein bisschen mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Welt geht oder sich Dinge auch nochmal durchdenkt, was so eigene Erfahrungen und Geschichten sind, dann kann man daraus immer etwas Humoristisches ziehen. Spannend, dann eben noch was mitnehmen, auch mehr. Cool. Okay, nice. Okay, das heißt, wie würde dann dein Creation-Process aussehen? Also das finde ich urgut, Creation-Process. Das klingt so, als hätte ich den Plan und das ist irgendwie so highly professional, was ich mache. Also mein Creation-Process sieht folgendermaßen aus. Ich schreibe mir diese Dinge auf, dann gehe ich die mal durch und schaue, ob da irgendwie etwas dabei ist, was ich irgendwie tatsächlich verwerten kann. Dann kommt es darauf an, für welche Venue ich spiele. Also wenn mich jetzt jemand anfragt, dann schreibe ich meistens tatsächlich einen eigenen Text für diese Venue, weil ich eben auf das Publikum eingehen möchte. Manchmal ist sogar ein Thema vorgegeben, auf das ich eingehen möchte. Und bei mir ist es so, dass der Prozess immer nur dann starten kann, wenn ich den Einstieg habe. Also ich brauche einen gewissen Einstieg, der das Publikum gleich am Anfang mitnimmt. Und wenn ich den habe und weiß, wie ich starten will, dann schreibt sich das Ganze irgendwie ein bisschen von selbst. Wirklich, cool. Sehr cool. Weiß ich auch nicht, wie das geht, aber das ist wohl das Talent des Künstlers, dass er nicht mit jedem teilen möchte. Nein, keine Ahnung. Also ich schreibe grundsätzlich auch immer gerne und mir fällt das leicht und ich mag Sprachen. Ich habe das Glück, dass ich dreisprachig aufgewachsen bin. Zwei Sprachen sind in der Schule noch dazugekommen. Cool, welche? Also Deutsch, Englisch, Französisch ist so das und aufgewachsen zu Hause mit Persisch und Türkisch. Genau. Wow. Und ich finde, je mehr Sprachen man kann, umso mehr Sprachbilder hat man im Kopf und sieht vielleicht Dinge auch auf einer kulturellen Ebene einfach auch anders und kann Dinge anders beleuchten. Manche Dinge, die in der einen Kultur total Sinn machen, machen in der anderen Kultur so gar keinen Sinn. Und dadurch entstehen ja schon paradoxe Situationen, die lustig sind. Ja, genau. Und dann schreiben sich Dinge auch einfacher. Ja, cool. Machst du dann noch viel Sprachspiel mit dabei in den Texten? Weiß ich nicht. Mache ich das? Keine Ahnung, vielleicht schon. Okay. Aber jetzt nicht bewusst, glaube ich. Ich setze mich jetzt nicht hin und denke mir, dieses Wort und das muss jetzt so sein, weil dann löst sich das damit auf oder so. Sondern mir geht es vielmehr um das Storytelling, um das Storytelling lustig zu gestalten. Cool. Aber wenn wir schon bei Sprachen waren, wie ist das so mit einer kulturellen Identität? Wie bringst du das in deine Art? Bringst du das überhaupt in deine Art mit hinein? Ich
glaube, das ist ein bisschen schwer zu trennen von der eigenen Person. Also ich kann mich, wenn ich mich auf eine Bühne stelle und mich der Cousin nenne, glaube ich, hat man schon so einen gewissen Background dabei. Dann sieht man mich auch an und dann denkt man sich auch, okay, das sieht nicht autochton aus oder was auch immer man sich denken möchte. und das ist natürlich immer ein Teil, den ich mitbringe und den Teil, den ich da erfahren habe, das spiegelt sich ja natürlich immer wieder in dem, wie ich rede, was ich sage, welche Themen ich überhaupt aufgreife, weil ich bei gewissen Themen natürlich blinde Flecken habe und bei anderen kulturell bedingt halt nicht. Und da vielleicht Dinge eben anders sehe durch Erfahrungen, die ich gemacht habe, das ist ja irgendwie auch ganz klar. Also insofern ist es kein bewusstes Zugehen auf ein Thema, weil ich mir denke, wir müssen jetzt über Migration sprechen, weil das ist mir urwichtig, sondern ich spreche über Dinge, die mir widerfahren sind und dann kann es auch sein, dass das das Thema ist, aber das ist nicht the whole part of das, was ich mache, sondern ist genauso beiläufig, wie ich darüber reden könnte, dass ich gerne Sneakers trage. Okay, ja. Ja, es gehört halt alles dazu. Voll. Okay, sehr cool. Und wie würdest du damit umgehen, wenn du mal einen Roadblock hast oder irgendwie mal nicht weiter weißt oder vielleicht die Worte doch nicht fließen oder fließen sie immer? Das klingt ureingebildet, wenn ich das jetzt sage, aber ich tue mir wirklich nicht schwer beim Schreiben. Ja, aber super cool. Ja, es tut mir urleid. Ja, das klingt einfach so super eingebildet und ich will dich auch gar nicht schlecht fühlen lassen. Nein, überhaupt nicht. Ja, aber es fällt mir tatsächlich leicht. Also wenn wirklich weiß, worüber ich schreiben will und dieses Narrativ im Kopf habe, dann setze ich mich hin und dann schreibe ich das Ding und in den meisten Fällen auch sehr schnell. Ja, dann habe ich noch Testpublikum natürlich, weil ich denke mir nicht, hey, das habe ich jetzt runtergeschrieben, das muss fantastisch sein. Und das erste Mal wird es auf der Bühne vorgetragen. Genau, so ist es nicht, sondern ich habe dann tatsächlich auch Testpublikum, also so Friends von mir, die sich dann öfter anhören müssen. Vor allem auch damit ich weiß, dass ich es mir auswendig gemerkt habe, das Ganze, und mich sicher fühlen und so. Und die mir dann natürlich auch ein Feedback darauf geben, mit sehr lustig von, es ist überhaupt nicht lustig, schreib das sofort um. Letzteres kommt halt selten vor, weil, wie gesagt, ich schreibe ja gern und gut. Ja, cool. Und wie oft ist das dann dieses Cycling, also dieser Cycling-Prozess von, du trägst es vor und sie geben dir Feedback und dann nochmal? Das kommt halt voll drauf an, wie lang das auch ist. Also die letzten Dinge, das erste, was ich gemacht habe, das waren 5 Minuten. Da ist es jetzt nicht so viel zum Feedbacken, sondern da habe ich, glaube ich, damals sogar nur den Text weitergeschickt und der wurde gesagt, dass das irgendwie lustig ist. Ja, ist irgendwie lustig. Probier es einfach mal, du wirst schon sehen, ob die Leute lachen. Und die anderen Dinge, die waren so bei einer Viertelstunde circa. Und je nachdem auch, wo ich das vortrage, kommt es darauf an, wie sicher ich mich halt dort natürlich fühle. Wenn das jetzt ein Ort ist, wo ich das erste Mal auftrete, passiert das schon, dass ich das 5, 6, 7, 8 Mal vortrage und mich selbst ein bisschen wahnsinnig mache dabei. Und die andere Person irgendwann halt auch nicht mehr lachen kann, weil es das schon auswendig kann. Aber man dann so Kleinigkeiten dann noch herumfallen kann. Sowas wie, ich fände es gut, wenn du da noch eine längere Pause machen würdest vielleicht oder hier und da. Ah, cool. Also so dieses Feintuning passiert dann schon auch noch. Und ja. Das ist ganz unterschiedlich, wie gesagt, kommt drauf an. Ja, voll spannend. Das heißt, du überlegst dir noch wirklich so, okay, wo halte ich jetzt eine Pause ein? Wo gebe ich Raum? Wo spreche ich langsamer? Wo spreche ich schneller? Genau. Also ich glaube, das ist bei jedem Vortrag so, ob ich jetzt eine politische Rede halte oder eben mit Stand-up auf der Bühne stehe oder Kabarett, muss ich ja immer mitdenken, dass das Publikum ja eine gewisse Zeit braucht, bis die Worte, die ich in meinem Kopf schon 100 Mal durchgegangen bin, irgendwann ankommen, bis sie dann verstehen, was ich meine und die Pointe checken. Die brauchen ja auch Zeit, um darauf zu reagieren. Yeah. Und die gebe ich ihnen dann. Komisch ist dann nur, wenn man ihnen Zeit gibt und es passiert nichts. Aber ist es ja auch für sich komisch, das passt schon so. Oder man einfach weiterreden will und da lachen die aber schon. Also man muss dann ja auch irgendwie spontan auf die Dinge cool. eingehen können. Das macht es halt auch super spannend, weil dann jeder Auftritt eigentlich anders ist. Je nachdem, wie die Dynamik des Publikums ist, redet man anders, das Publikum reagiert anders, jedes Stück ist dann quasi auch immer ein bisschen anders. Cool. Wie ist das mit dem Auswendiglernen? Weil ich stelle mir das urschwierig vor. Ja. Naja, dadurch, dass es meine Gedanken sind, habe ich einen Startvorteil, weil ich ja auch weiß, was ich da hingeschrieben habe. Und wenn es dann so ist, dass es eine Story ist, die einen roten Faden hat, der sich durchzieht, ist es dann natürlich einfacher. Ich mache mir das dann tatsächlich auch so, dass ich bei den Texten, die ich dann schreibe, so auf der Seite immer so gewisse Stichwörter mache, dass ich weiß, okay, bei der Einleitung ist es, weiß ich nicht, das Hallo, wie geht das Ding? Und das ist das letzte Wort, was ich sage. Dann gehe ich über zu dem nächsten Ding und es sind diese Schlagwörter, die auf der Seite stehen, wo ich dann weiß, wenn ich die dann durchgehe, dann weiß ich einfach, wie die Story ist. Das ist das eine. Und das andere, was ich letztens auch gemacht habe, was andere Comedians, die ich kenne, auch machen, ist, sich selbst aufzunehmen als Sprachnachricht und sich das anzuhören, wie so ein Podcast. Ja, okay. Genau, das hilft auch. Auch Monitoring, okay. Wie lange brauchst du dann so zum Beispiel für so einen 15-Minuten- Piece, dass du das auswendig lernst? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, während des Schreibens lerne ich ja das auch schon auswendig in a way, weil ich das auch mehrmals durchgehe und die Tonalität, in der ich es dann schreibe und dann laut ausspreche, sind dann nochmal 2 Sachen. Also es ist oft so, dass ich es schreibe und dann es laut vorlese und beim laut Vorlesen komme ich drauf, okay, das Wort kann so nicht funktionieren, sondern es muss anders sein und währenddessen bin ich ja schon eigentlich am mir das Ganze zu merken.
Ich würde aber sagen, machen wir mal so grob, Pi mal Daumen. Das klingt jetzt auch wieder so, gell? Ich glaube aber so eine Stunde bis zwei wirklich vielleicht. Cool. Wow. So. Mhm. Aber ich finde es ja, 15 Minuten gehen ja noch. Es gibt ja Kabarettistinnen, die haben zwei Stunden. Stimmt, ja. Das ist ja dann auch nochmal was ganz anderes. Aber ich glaube, irgendwo muss man halt mal starten. Ja. Und je weniger ich Zeit für die 15 Minuten brauche, desto besser ist es dann vielleicht mal zwei Stunden auswendig zu können. Stimmt. Ja, cool. Ist das auch oft, also ist es dann wirklich derselbe Text, den du vorträgst? Oder gibt es dann auch Momente, wo du einfach Wörter dann änderst im Moment auf der Bühne? Ich glaube, ich bin sicher nicht eins zu eins, das, was ich aufgeschrieben habe, aber es ist halt sehr, sehr nah dran. Mhm. Aber was halt noch dazu kommt, sind die spontanen Dinge, weil das Publikum in einer gewissen Weise reagiert oder so. Mhm. Keine Ahnung, es ist zum Beispiel eine Stelle, die leise ist und auf einmal fängt eine Person an zu lachen und darauf geht man halt auch ein und lässt diesen Raum jetzt nicht so leer stehen, die halt nicht aufgeschrieben sind und gescriptet sind. Mhm. So, das passiert schon. Aber ich glaube, ich bin schon sehr, sehr nah am Text, auch wenn es nicht wortwörtlich sein muss. Cool. Glaubst du, hast du einen Personal Style, den du hineinbringst? Ich glaube, das hat wohl jeder. Jeder, der Persönlichkeit hat, und ich nehme mal an, jede Person hat Persönlichkeit, ist das halt so. Ich würde, wenn ich es jetzt irgendwie beschreiben müsste, tue ich mir auch ein bisschen schwer, weil ich finde, dass es die Außenwahrnehmung immer eine andere ist und eine viel ehrlichere oder weiß ich nicht, eine viel, viel weniger judgier bestimmt, als ich das selber über meine Comedy habe. Würde ich aber behaupten, dass eine gewisse Schnelligkeit da ist in meinem Humor, ein spontan auf Dinge eingehen können, und unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen mit unterschiedlichen Personas, durch unterschiedliche Stimmimitationen und eine gewisse Dynamik, die dadurch entsteht. Ich glaube, das ist so, wie ich das beschreiben würde. Keine Ahnung. Und was wäre so die Message, die du willst, dass die Leute mitnehmen dann? Ich glaube, ich hätte es urgern, dass die Leute sich mitnehmen, dass sie einen guten Abend hatten. Weil du weißt ja auch nie, also ich finde, das ist ja tatsächlich einer der schwierigeren Kunstformen, weil du kennst das Publikum nicht, du weißt nicht, durch was die gegangen sind den Tag. Die haben sich die Tickets vielleicht schon Wochen vorher gekauft und waren gut drauf. Mhm. An dem Abend haben sie gerade Schluss gemacht mit irgendjemandem oder, keine Ahnung, haben was gegessen, was sie nicht gut vertragen, was weiß ich. Sitzen so im Publikum und haben halt die Erwartung, dass du sie jetzt halt irgendwie zum Lachen bringst. Mhm. Und ohne zu wissen, wer das ist, musst du das irgendwie schaffen. Und das ist so die Schwierigkeit, aber eben deshalb würde ich gerne wollen, dass egal wie die Stimmung davor war, dass wenn sie dann rausgehen, sich auf jeden Fall besser fühlen und den einen oder anderen Lacher mitnehmen und vielleicht auch für sich selbst sehen, dass man gewisse Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven sehen kann, die ihnen vielleicht gar nicht so bewusst waren und das irgendwie so ein erhellender Moment ist mit, ah ja stimmt, habe ich nie so gesehen. Ja, das finde ich cool. Sehr, sehr cool. Gut, ja dann bin ich schon bei der Frage, was dich inspiriert oder was dich motiviert, dieser innere Drive. Ich war eines dieser Kinder und ich glaube, da können vielleicht viele relaten, die zu Hause schon immer so vor der Couch, vor den Eltern irgendwie Comedy gemacht haben oder sie zum Lachen gebracht haben oder so, weil es für mich auch ein Ventil war, Stress abzubauen, der vielleicht auch familiär da sein kann oder so. Und ich es gelernt habe, dass viele Dinge, die vielleicht gesellschaftlich eine gewisse Schwere haben, leichter werden, wenn man sie mit Humor betrachtet. Mhm. Ist ja auch so ein bisschen ein Survival-Skill, den man so ein bisschen dann sich selber rauf gibt. Ich glaube, das ist so die Motivation, die Dinge, die schwer sind, in einer gewissen Leichtigkeit zu geben. Das ist mal das eine. Das andere ist, ich mag halt einfach auch Spaß haben. Ich weiß, ich bin da ein bisschen eigen, ich mag das gerne. Ja, das motiviert mich halt einfach auch, dann andere Menschen zum Lachen zu bringen, weil ich Menschen tatsächlich echt, echt gern mag. Mhm. Und ich mag das, denen eine Freude zu machen. Und wenn ich durch meine 5-10 Minuten, was auch immer, denen eine Freude bereitet habe an dem Tag, dann finde ich, das ist einfach die größte Motivation, die man haben kann. Das klingt jetzt cheesy und kitschig, aber ich meine das wirklich so. Oh, das stimmt wirklich. Ja. Du gehst dann einfach leichter durchs Leben, wenn du fröhlich bist, wenn du eine gute Zeit hast. Voll, und das Ding ist, das ist ja auch ein bisschen egoistisch. Weißt du, wenn ich in so einem Raum gehe und die Leute zum Lachen bringe, dann sind die gut drauf und schicken mir diese Energie ja zurück, dann bin ich gut drauf, dann sind wir alle gut drauf und irgendwie hat da jeder was von. Also ich mache das einerseits, damit die anderen gut drauf sind und dadurch, dass die gut drauf sind, bin ich dann auch gut drauf und es ist ein Circle of Joy. Circle of Joy, ich liebe es, sehr cool. Super, ja, und wenn wir gerade eben beim Publikum sind, wie geht's dir so in der Wiener Art-Szene? Wie nimmst du die wahr? Wie hast du dich da eingelebt? Ja, also ich glaube, dass diese Dinge, wie sie in Wien mir passiert sind, wahrscheinlich in dem Bundesland, wo ich aufgewachsen bin, in Oberösterreich nicht so widerfahren werden, dadurch, dass einfach die Möglichkeiten viel geringer sind. Es viel mehr Bühnen hier gibt, die man nutzen kann. Aber bei mir, dass eigentlich der Zugang ein anderer war, dadurch, dass ich eben in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis Leute hatte, die Comedy machen, war der Zugang ein freundschaftlicher und dann sind das so Kollegen und Kolleginnen geworden. So. Mhm. Aber ich finde das eine große Bereitschaft, da sich gegenseitig zu unterstützen, da zu sein füreinander und gewisse Räume zu schaffen, die abseits von Mainstream-Personen die Möglichkeit geben, auf Bühnen zu stehen, die sie sonst nicht hätten. Sehr cool.
Sehr, sehr cool. Okay, dann, ja, was wäre eben dann noch ein Rat an Leute, die vielleicht jetzt gerade starten und Comedy machen wollen oder Texte schreiben wollen? Wo würdest du sagen, hey, das? Ich würde einfach sagen, mach es einfach. Ja. Tatsächlich, also je mehr man darüber nachdenkt, desto weniger denkt man sich, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Genau sowas wie ein Haustier sich anschaffen oder ein Kind kriegen. Es gibt nie den Moment, wo man sagt, so, jetzt ist alles perfekt und jetzt mache ich das. Sondern wenn man irgendwie das Gefühl hat, man möchte das gern machen, dann soll man das machen, ohne im Kopf gleich zu haben, das muss ich jemandem vortragen und das wird in irgendeiner Weise bewertet. Sondern zunächst einmal Dinge zu tun, weil sie einem Selbstfreude bereiten, ist immer der erste Schritt. Und dann sieht man ja eh, was mit diesen Texten passiert. Dann kann man die von mir aus irgendwie verwerten oder auch nicht. Aber ich finde die Verwertbarkeit vom Ding, sind wir ja gewohnt und haben es gelernt in einer kapitalistischen Gesellschaft, aber das muss ja überhaupt nicht sein, sondern man kann Dinge einfach nur tun, weil man sie gern macht. Ja. Man muss auch nicht in allem perfekt sein, sondern es reicht einfach, die Zeit, sich mit etwas zu beschäftigen, die, ja, die einem gut tut. Ja, stimmt. Ich finde das mit dem Perfektsein ist auch sehr wichtig, weil man immer denkt, wenn ich jetzt etwas mache, muss es auf jeden Fall... Ja, voll. Man muss echt nicht ein Profi sein in allem. Ja. Man kann es einfach mal machen. Look at me. Und Hauptsache erstmal Spaß und Freude dabei. Voll. Super cool. Passt. Und vielleicht hattest du eine Lessons learned oder not doing that again Moment? Ja, das ist schwierig. Habe ich das? Ich bin einfach unbelehrbar, glaube ich. Ich mache immer wieder dasselbe. Keine Ahnung. Aber tatsächlich hatte ich nie irgendwie negative Erfahrungen, die ich so auf Bühnen gemacht hatte oder so. Ich bin da, keine Ahnung, ein Lucky Child vielleicht oder wie auch immer. Aber... natürlich gibt es Dinge, die ich jetzt anders machen würde im Sinne von, meine Texte sind wahrscheinlich versierter, als sie vor 2,5 Jahren waren, weil ich das erste Mal einen Rap-Text geschrieben habe oder so. Aber es war nie etwas, wo ich mir denke, oh mein Gott, das war ein Fauxpas, das sollte ich nie wieder machen oder so. Okay. Tatsächlich nicht. Ja, cool. Sorry. Ja. Nein, das ist super. Vielleicht mache ich jetzt extra was für den nächsten Podcast, damit ich da was zu berichten habe. Aber tatsächlich gibt es ja... Do it for the plot oder wie heißt das? Einfach nur für die Story. Super cool. Ja, passt. Ich glaube, damit wäre ich am Ende... Hast du noch etwas, was du noch loswerden möchtest, was noch keinen Platz gefunden hat? Ich glaube, das waren sehr viele Fragen. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, worüber wir geredet haben. Insofern wird sicher was dabei sein, was schon passt. Und ich glaube, wir haben alles durchgemacht. Ah ja, ich war schon. Ach, ja, du hast das. Was Woran denn? Arbeitest du gerade? Ah ja, das ist eine gute Frage. Das könnte ich machen. Das ist ein bisschen Werbung, gell? Sollten wir immer machen. Mhm. Ich fange jetzt an, tatsächlich an einem Kabarettstück zu schreiben. Das klingt immer gleich auch viel hochwertiger, als wenn man Comedy sagt. Das klingt sehr wienerisch. Es klingt auf jeden Fall sehr wienerisch. Das ist ja auch das, was ich an österreichischem Humor mag, im Gegensatz zum Beispiel deutsche Comedy oder so. Ich finde, Kabarett hat immer diesen Anspruch, auch ein bisschen kritischer zu sein, politischer zu sein, ein bisschen spitzer zu sein in den Dingen, die man tut. Deswegen habe ich mir gedacht, das klingt doch nach mir ein bisschen spitz und wienerisch. Deswegen schreibe ich in einem Programm, das jetzt mal so angedacht ist, dass es mal 1,5 Stunden ist, dass ich so wirklich auch mal einen Abend füllen könnte damit. Also so, ja. Und das Ganze nennt sich Kabarett und Liebe. Und ist so angelehnt an Kabale und Liebe von Schiller, wo es so ein bisschen gesellschaftliche Unterschiede geht und so weiter und das ein bisschen humoristisch aufzuarbeiten. Daran schreibe ich gerade und die Testphase dafür sind die ersten 45 Minuten, die wir jetzt dann geben am 31.05. in der Kulisse, im 17. ist das. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und was wäre so dein Traumprojekt? Oder ist das jetzt dein Traumprojekt? Ach, ein Traumprojekt, ein Projekt ist ja auch so ein Begriff, keine Ahnung. Das klingt schon wieder viel zu sehr nach Arbeit und ich finde so, das Leben ist ja schon ein Projekt an sich und in diesem Spannend, Leben... finde ich gar nicht. Nein, finde ich nicht. Ich weiß nicht, für mich so ein Buzzword, so ein Projekt. Alles ist immer ein Projekt und alles ist eine Kampagne und alles. Keine Ahnung. Ich verbinde das immer mit anderen Dingen. Aber ich denke mir, mir würde es tatsächlich sehr viel Freude machen, könnte ich meinen Kühlschrank vom Anfang des Monats bis zum Ende damit füllen, dass ich auf Bühnen stehe und Leute zum Lachen bringe. Cool. Das wäre cool. Das ist schön, ja. Ja, wer weiß. Also Finger sind crossed für dich und ich bin sicher. Andere Finger auch. Glaubst du, andere Finger sind auch gecrossed für mich? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn du Leuten eine gute Zeit machst und sie dieser Joy of Circle dabei bleibt, ich glaube, dann wird es auf jeden Fall gehen. Na gut, dann mache ich das halt. Mega. Cool, ja, dann sage ich Dankeschön. An die Regie eine Frage. Hast du gerade noch was ich sagen soll? Super, okay. Yes! Urgut. Perfekt. Perfekt. Dann kommt jetzt das Danke. Ja, okay. Dann vielen Dank fürs Kommen und Dasein und Sharen und Erzählen. War super cool. Danke für die Einladung. Hat mir auch irrsinnig Spaß gemacht. Und ich bin aber auch froh, dass es vorbei ist, weil ich schwitze sehr viel. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber es ist super heiß. Tatsächlich gar nichts. Ja, ich habe auch versucht, kurz mal so mit den Schweiß wegzuwischen. Dachte mir, vielleicht mache ich das noch schlimmer. Aber ja, das war's. Dankeschön. Danke. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn du etwas für den Plot gemacht hast. Auf jeden Fall. Das werde ich mir jetzt streng vornehmen, dass ich das tue. Perfekt.
Super, dann vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Alle Infos zu Der Cousin findet ihr in der Beschreibung, so wie immer. Ihr findet uns auf Spotify und YouTube. Please subscribe, wenn es euch gefallen hat. Und auch wenn es euch nicht gefallen hat, ihr kennt es eh schon. Please support your friendly neighborhood artists. Dankeschön.